Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zu mal was ganz anderem hier auf dem Kanal. Ich habe ganz spontan im Steam Sale dieses Spiel hier ergattert, Supermarkt Simulator. Und ja, ganz spontan muss ich sagen, hatte ich irgendwie Lust drauf, das mal auszuprobieren. Ich habe gesehen, diverseste YouTuber haben das Spiel vor einiger Zeit, ich glaube so ungefähr vor einem Vierteljahr schon ausprobiert. Da habe ich es mir noch nicht gegönnt und ich habe auch so gut wie überhaupt nichts dazu gesehen. Das heißt, ich spiele das hier mal ein bisschen blind. Wir probieren das einfach mal ein, zwei Folgen aus und dann gucken wir mal, ob das Potenzial hat, dass man da ein bisschen länger mitspielt. Einmal kurz geguckt. Language, Deutsch, Vollbild, Grafikqualität, High. Wahnsinn, invertieren wollen wir nichts. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Deswegen geht's einfach mal direkt los. Willkommen beim Supermarkt-Simulator. Du fängst mit einem kleinen Laden an und entwickelst dich zu einem großartigen Supermarkt. Kaufe zunächst Waren ein, die du verkaufen willst, und stelle sie in die Regale. Vergiss nicht, die Preise mit Gewinn festzulegen, um einen Bankrott zu vermeiden. Viel Spaß, alles klar. Toll, sieht 1:1 aus wie bei Big Ambitions. So vom Stil. Und mit diesen Märkten, das sieht 1:1 so aus. Das Lager. Kaufe Waren, indem du deinen Computer nutzt. Selbstverständlich. Hier ist der Computer. Interagieren. Markt. So, was wollen wir denn verkaufen? Was gibt es denn überhaupt? Möbel, Farben, Personalisierung. Oh ja, Deko McCracken. Geschnitten Brot. Das verkauft sich wie geschnitten Brot, sagt man doch. Wie viel Geld habe ich denn überhaupt? Wo sehe ich denn mein Geld? $50? Also, geschnitten Brot. Gesamt 59,40. Warum? Null. Gesamt 18. Ach so. Aha. Sorry, mein Fehler. Einmal geschnitten Brot und Mehl braucht auch jeder. Haben wir in Corona-Zeiten gesehen. Öl ist dolle teuer. Nudeln lieber. Und macht es Sinn, dass ich ein bisschen Geld aufhebe? 44. Passt für mich. Rons geschnitten Brot, Kraftung Mehl. Panzati-Nudeln, Lespizöl. Naja, gut, okay, pass auf, los. Übrig, Lieferung $4. Wura! Wir sind doch bei Supermarkt Prime. Supermarkt Level 1. Aha. Gut. Kommen wir wieder raus. Verwaltung. Produktlizenzen. Okay, Rechnungen, Wachstum. Kaufen Sie diesen Abschnitt, um Ihren Supermarkt zu erweitern. Cool. Einstellen, Kassierer, sehr gut. Lager. Lager ist gesperrt. Anpassung. Okay. Bank. Na, wir versuchen es mal ohne Kredit. Wann wird es denn geliefert? Achtung, nehme die Kisten an, die gerade gekommen sind. Aha. Kann ich das hier gleich einsortieren? Ich wollte es eigentlich da oben haben, aber werfen. Kann nicht geworfen werden. Schließen. Fallen lassen. Ist da noch was drin? Öffnen. Was mache ich denn mit den... Aha. Okay. Müll. Sehr gut. Also Nudeln. Okay, das finde ich schon mal sehr angenehm, dass ich das nicht alles einzeln machen muss. Huch, und mit Shift ist man wirklich schnell. So, ich muss jetzt die Preisschilder bearbeiten. Entferne das Etikett. Setze den Preis. Marktpreis, Durchschnittskosten $99. Marktpreis 3,12. Alles klar. Und hier... Marktpreis 4,50.
Keine Ahnung, 4? Profil 2. Marktpreis um 3. Bisschen unter Marktpreis bleiben. Wir wollen ja, dass die Leute zu uns kommen. Anfixen. Nee. Acht. Acht mal Mehl. Aber das eine hätte ich gerne. Kannst du das Etikett nicht entfernen? Wie ducke ich mich denn? Shift geht nicht, C geht nicht, Space ist springen. Ist kein Ducken. Stellungen. Wahrscheinlich nicht. Na super. Das ganze Regal in der Hand. Okay. Dann ist es so, wie es ist. Marktpreis 3, da machen wir auch für 3. Achso, das hat er gleich für beides gemacht. Sehr gut. Quality of Life Feature. Cool, cool, cool. Hier fehlt ein bisschen Musik. Mal ein bisschen Musik anmachen. Sandwich. Ah, das ist so ein Sandwich-Toast. Okay. Und was kann man da machen? Ah ja, da machen wir mal 3 Fuffig. Dass wir auch ein bisschen den Gewinn machen. So, öffne deinen Supermarkt. Wieso ist der überhaupt zu? Open. Kommen Sie rein. Bitte kommen Sie rein. Guten Abend. Schönen guten Tag. Hallo. Was brauchen Sie? Mehl. Gute Wahl. Eine sehr, sehr gute Wahl. Nudeln noch. Öl. Guten Tag. Zack, zack. Erhalten 8, Gesamt 7 Wechselgeld, 1 Dollar. Das muss ich selber machen. Was ist das denn? Guten Tag. Hallo. Grüße. Ja, was darf es sein? Einmal die Nudeln, sehr gerne, mit Karte. Jo, Gesamt 3 Dollar. 300 Dollar. Machen Sie es gut. So, Mehl und Öl. Was gibt's denn Feines? Mit Karte selbstverständlich die Dame. 7. Tschüss. Ich würde mal F drücken, um sie anzublinken, weil F ist die Taschenlampentaste im Landwirtschaftssimulator. Ja, nehmen Sie noch Brot mit. Das ist ganz frisch. Ganz frisch. Hallo. So, 2-mal Öl und Brot mit Karte, selbstverständlich, 11,50. Machen Sie es gut. Hallo. Einmal das Brot mit Cash, Wechselgeld 1,50. 1,50. Hallo. Mit Karte, selbstverständlich, 3,00. Kassieren, durchführen, 6 von 25. Unser PC ist gar nicht gesperrt. Oh. So, wie kommen wir hier raus? Schließe die Kasse. Escape ist zurück. Zurück geht auch. Okay. Schließe die Kasse. Ich kann also nachher mehrere haben. Wo sind wir hier? Das sieht aus wie eine deutsche Steckdose. Hallo? Lieber schon mal. Mal ready hier. Einmal Öl und Brot, soll so sein. So, zurück. $2 Fivi. Guten Tag. Ziemlich kurzes Kleid, muss das so? Grüße. Mit Karte, selbstverständlich. $4. Gibt kein Trinkgeld. Einmal nur die Nudeln, sehr gerne. Bargeld lacht. 5 gekriegt, 3 kostet, 2 zurück. Zip, zip. Ey, ich muss mal ganz ehrlich sagen, das macht auf eine perfide und mir nicht wirklich erklärliche Art und Weise Spaß. Mit Karte. Wir können mal. Wir haben jetzt Geld. Was bestellen? Müsli. Auf jeden Fall Müsli. $2 die Lieferung, machen wir so. Das ist hier Amazon Same Second Delivery.
Oh, Schokomüsli. Sah so gesund aus. Bin gleich da, Sekunde. Einen kleinen Moment. Ja, ist ja gut. Mit Karte, selbstverständlich. $7. Bitte. Muss hier kurz nochmal das Müsli preisen. Marktpreis, dann machen wir 5,50. Bin schon da. Guten Tag. So, bitte, mit Karte, gern. 7. Guten Tag. Hallo. So, passt genau. Easy. So, wir haben $41 und sind jetzt im Supermarkt Level 2. Was bringt uns das? Verwaltung, Lizenzen. Was können wir denn hier noch kaufen? Wasserflaschen, Erdnussbutter, Orangensaft. Wasserflaschen halte ich für. So, das sind gleich mehrere. Supermarktlevel, benötigte Supermarktlevel. Okay. Komme. Bitteschön. 2 zurück. Schon wieder 44. Was fehlt uns jetzt noch? Müsli haben wir, geschnittenes Brot haben wir, Mehl haben wir, Öl haben wir, Nudeln haben wir. Fehlt uns noch Puderzucker? Brauchen wir da gleich 2 von? Nö, ne? Erstmal eine. Komme. Warte. Ist doch eigentlich contactless jetzt. Tschüss. Oh, uns geht das Öl aus. Ich sollte vielleicht nicht immer alles einzeln bestellen. Habe ich noch 36? Ne, habe ich nicht. Jo! Bargeld lacht. Passend gegeben. Tschüss, schönen Tag. Nein, warten wir mal. Wir müssen das Öl nachkaufen. Das Öl geht hier wirklich sehr gut. Erhalten 4. Perfekt. Schönen guten Tag. Müsli und Nudeln. Frühstück der Champions. Wechselgeld 91,50. 91,50. Zahlt er eh mit einem 100er. Ich glaube, es wird dunkel. Okay, wahrscheinlich ist es klug, hier 50. Nee, die Kasse ist nicht voll. Kasse öffnen. Hallo. Sehr gerne. Zurück 55 Cent. Tschüss. Passend gegeben. Schönen Tag noch. Eine Menge Brot, was haben Sie vor? Mit Karte 10,50. Klasse. Hier ist es dolle dunkel. Schalte die Lampen ein. Auf jeden Fall. Ein Hammer-Feature. Ein Hammer-Feature. So, wir haben genug Geld für Öl. Was brauchen wir noch? Nudeln und Mehl. Mehl und Nudeln. Was haben wir jetzt hier im Warenkorb? Öl, Nudeln, Mehl. Hallo. Sorry für die Wartezeit. 5,50. Hallo. Karte 9,50. Nur das Allerbeste. Tschüss. Öl. Jawohl. Bargeld lacht. Kein Wechselgeld. Tschüss. Gut. Wollen wir mal. Wann muss ich eigentlich zumachen? Drücke Enter, um den Tag zu beenden. Ne, ich möchte den Tag aber noch nicht beenden. Ich möchte hier das Mehl einsortieren. So. Haben wir hier Penne. Wo war denn Penne? Hier, ne? Moment. Komm schon. Jo. Yeah, 15,50. 15,50. Tschüss. Kaufe eine Produktlizenz über deinen Computer. Ach so, das ist das nächste Ziel. Okay, drücke Enter, um den Tag zu beenden. Machen wir.
Tagesstatistik: 25 Kunden, Supermarkt Level plus 143, Einkommen 152, Profit 16, Guthaben 66, nächsten Tag starten. Du erhältst ab heute täglich Rechnung. Stelle sicher, dass du diese Rechnung über den Computer bezahlst, bevor das Fälligkeitsdatum, bevor dem Fälligkeitsdatum, alles klar. Ansonsten werden diese automatisch bezahlt. Je mehr elektrische Geräte, desto teurer die Rechnung. Was ist denn für ein elektrisches Gerät? So, warte mal, wir müssen den Rest hier noch einsortieren. Öl. Hallo. Da, hier kann ich das Schild entfernen und wir brauchen auf jeden Fall noch Toastbrot. Probier ich gleich zweimal. Ich kann das doch einfach hier unten auch noch hinstellen, oder? Klar. Noch haben wir ja den Platz. Wenn wir nachher weniger Platz haben, müssen wir gucken, dass wir das nicht machen. Was habe ich hier noch gekauft? Noch mehr Toastbrot. Aber das Preisschild wird ja automatisch übernommen. So, schließen. Fallen lassen. Gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte. Sehr schön. Jetzt gucken wir nochmal hier nach der Rechnung. Rechnung, Rechnung, Rechnung. Verwaltung, Rechnungen, alles bezahlt. Okay. Kann ich schon wen einstellen? Denk mal eher nicht, ne? Produktlizenz, die günstigste. 200, na gut. Machen wir mal auf. Um 8, perfekt. Bisschen spät, aber. Schön die Regale voll mit Kram. Ein bisschen Geld haben wir auch noch. Hallo? Hallo? Schönes Rad. Altes chinesisches Sprichwort. Gutes Rad ist teuer. Also, das sieht hier 1A aus wie bei diesem... Wie hieß das? Ich habe das auch mal gespielt auf dem Kanal. Big Ambitions, glaube ich. Ein Öl, guten Tag mit Karte 4. Los geht's. Oh. Bargeld zurück. 41 Dollar. Space. So, schon wieder die Taste vergessen. Wir brauchen auf jeden Fall Mucke. Ich mach mal Mucke an gleich, wenn der hier fertig ist. Wartet mal ganz kurz. Mit KD 550. Ach, dass er den Punkt nicht macht, nervt. Hallo? Bringt seine eigene Tüte mit. Sehr nett. Passend. Tschüss. Ja, was darf es denn sein? Müsli, gute Wahl. Ist heute im Angebot. Danke, tschüss. So, wartet mal ganz kurz. So, bisschen Musik. Hallo. Voll. Wechselgeld 50 Cent. Tschüss. Ach so, tschüss. Gut, also, ich würde Folgendes vorschlagen. Wir machen hier mal einen kleinen Cut und dann überlegen wir uns mal, ob das Spaß machen könnte, weiterzuspielen. Bisschen was freischalten kann man ja. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob ich hier weitermachen soll. Ist so ein kleiner Testballon. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, supermärktlichen Tag. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.